Ralf Schulz wollte auf Kuba eigentlich nur Conga spielen lernen. Doch als er zu einem Familienfest eingeladen wird, beginnt sein persönlicher Horrorfilm. Denn das Ganze entpuppt sich als Voodoo-Zeremonie. Schön, dass Sie heute hier sind. Willkommen bei Mensch Gott. Hallo. Wann haben Sie gemerkt, dass das kein normales Familienfest ist? Also es war so, auf diesem Familienfest, also ich war ja ein unbedarfter Tourist, da waren alle möglichen okkulte Gegenstände in der Wohnung, also wirklich wie im Film, ein Hasenschädel auf einer Kommode und andere Dinge. Aber für mich war das ja fremde Länder, fremde Sitten, habe das so akzeptiert. Und da waren noch zwei Franzosen, ein Franzosenpärchen eingeladen und eine Belgierin. Und der Rest war einfach Familienmitglieder. Und die Frau, die Hausfrau, hatte sich damals in Weiß gekleidet und hat aus einem vergilbten Buch gelesen und eine Zigarre gepafft. Mhm. Und dann hat sie Fragen gestellt. Das heißt, sie hat im Rauch Dinge gesehen. Und zwar irgendeine Person, eine verstorbene Person, und hat dann Fragen gestellt. Wer könnte diese Person sein, ob das jemand kennt? Und die Französin, die saß neben mir und die erkannte diese Person, nämlich es war ihre Oma, und musste heulen und wurde dann vorgerufen, wurde mit Blumen abgetupft und da war wieder alles okay. Aber während dieser ganzen Situation wusste ich, was geht es hier eigentlich? Es ging dann plötzlich um Geister, quasi verstorbene Geister. War das für Sie eher unheimlich oder eher spannend? Ja, am Anfang, ich dachte einfach nur an Familienfest. Ja. Ich wusste nicht, dass es da auch um verstorbene Familienmitglieder geht. Ich habe dann schon Angst gekriegt, weil plötzlich kam ein Wind, der ging durch den Raum. Und der war kalt und ging in mich rein. Und ich habe innerlich am ganzen Körper gezittert. Und ich habe mich aber angestrengt, dass ich nicht zitter und dass es niemand auffällt. Und ich habe gemerkt, da ist was. Das ist real, aber es ist unsichtbar, aber es ist real. Also man hat schon Angst gekriegt, ja. Und dann habe ich gemerkt, wie so langsam der Wind wieder aus mir rausging. Es war fühlbar wie aus den Füßen wieder in die Erde. Und dann war wieder innerlich so Frieden. Haben Sie vor Ihrer Reise denn an irgendetwas Übernatürliches geglaubt? Also ich sag mal schon, ich habe schon an solche übernatürliche Dinge geglaubt, dass es sowas gibt, aber nicht so fassbar, nicht so real. Also und den Rest dieser Familienfeier, wie haben Sie den erlebt? Ja, der Rest war dann ganz normal. Wir haben dann was gegessen und irgendwann dann sind wir wieder nach Hause. Aber das Franzosenpärchen, mit denen habe ich Kontakt aufgenommen, der Musik wegen. Der Franzose war Musiker, hat Saxophon gespielt. Und wir wollten ein bisschen Musik machen. Und der hat mich dann, wir haben uns jeden Tag dann getroffen und er hat mir dann erzählt, wie es bei ihm gespukt hat. Also bei mir war eigentlich wieder alles okay, aber bei denen, die haben so richtige Horrornächte erlebt. Und weil ich ihnen helfen wollte, habe ich ihnen erlaubt, dass sie bei mir quasi einziehen könnten. Und dann habe ich schon registriert, die ziehen wirklich aus. Also die müssen da irgendwas erlebt haben und ich helfe denen noch die Koffer tragen. Und dann haben sie bei mir gewohnt. Und dann habe ich das Gleiche erlebt wie die, was sie mir erzählt haben. Wie würden Sie das beschreiben? Also die erste Nacht, es war so, der Strom fiel aus nachts. Aber das kommt öfters vor in Kuba. Mhm. Und der Franzose lag neben mir im Bett, weil der Angst hatte. Der wollte eigentlich im Wohnzimmer schlafen, aber er hatte Angst vor der Nacht und hat sich neben mich gelegt. Und da der Strom ausfiel, hat er eine Kerze angemacht. Und die Kerze war jetzt bald fast abgebrannt und er wollte, dass ich neue Kerzen hole, die im Wohnzimmer lagen. Und während ich das Wohnzimmer aufmache, war ein eiskalter, spürbarer, kräftiger Wind in diesem Raum, im Wohnzimmer. So dass ich sofort auf Türen und Fenster geguckt habe, ob da draußen Wind ist, ob die Türen auf sind. Aber draußen waren die Bäume still und im Raum nur war dieser Wind. Wie ging es Ihnen damit? Ja, das wollte ich erzählen. Dann kam dieser ganze Wind plötzlich so im Halsbereich auf mich zu und ging in mich hinein. Und das war ein Schockmoment. Ich habe kaum mehr laufen können. Ich habe überall Krämpfe gekriegt, war zittrig, es war kalt. Und ich bin zurück in das Schlafzimmer, habe mich am Bett festgehalten, damit ich stehen konnte. Und plötzlich kriege ich auch Krämpfe im Gesicht.
Und ich wollte zu dem Franzosen sagen, ich habe das jetzt, von was ihr da erzählt habt. Und ich habe, glaube ich, gesagt, yo tengo. Also in Kurzform so, ich habe. Und es kam war eine andere Stimme. Es war nicht meine Stimme, sondern eine andere Stimme. Und so ging das dann so eine Stunde. Aber dieser Schock war, also es war keine Kraft, das war eine Person. Ich spürte nicht nur eine Kraft, sondern eine Gestalt. Ich habe auf meine Ärmel geschaut, weil meine Ärmel fühlten sich an, wie wenn sie so dick wären, wie eine neue Figur. Ich spürte eine Gestalt und irgendwann hat auch eine fremde Stimme durch mich gesprochen. Also persönliche, etwas mit Intelligenz, wo da in mich reinging. Waren Sie besessen? Ab dem Moment war ich besessen. Das nennt man laut Bibel Besessenheit, wenn ein Geist, also nochmal, es war keine Kraft, das war eine Person, eine unsichtbare Persönlichkeit, die ging in mich rein, hat durch mich gesprochen. Und ja, das war anfänglich, das war das erste Erlebnis quasi, richtig real, bewusst, dass eine Person, wo jetzt in mir eingezogen ist. Das klingt sehr beängstigend. Wir haben einen Experten für Naturreligionen gefragt, Professor Käser, wie er sowas beurteilt. Ein Schamane, mit dem ich gearbeitet habe, beziehungsweise ein Medium in der Südsee, hat mir erzählt, wenn er die Zeremonie macht, dann hat er irgendwann im Laufe der Zeremonie das Gefühl, dass das zu rufende Geistwesen von hinten auf ihn aufsteigt und sich dann auf seine Schultern setzt, Beine vorn herunter, also so wie mein Kind auf der Schulter trägt. Und er hat auch das Gefühl, dass er dann schwer wird und sich vorn überbeugen muss. Das heißt Besessenheit in einem wörtlichen Sinn. Die Menschen können auch das Gefühl haben, dass ein Geist in sie hineingeht. Krankheitserregende Geister witschen zu den Ohren oder zum Mund hinein und machen uns Bauchschmerzen, weil sie in unseren Bauch ihren Biss anbringen von innen. Sie haben davon berichtet, dass diese Situation Ihnen widerfahren ist. Sie haben das gesehen, Sie haben mit einer anderen Stimme gesprochen. Sie hatten Angst. Hatten Sie denn Angst, dass das wieder passiert, dass so ein Ereignis wiederkommt? In dem Moment habe ich jetzt nicht Angst, dass es wiederkommt, sondern ich habe einfach Angst vor, also stellen Sie sich vor, es kommt eine Person auf Sie zugerannt und schlägt Sie und ist voll aggressiv. In dem Moment rast Ihr Herz. Sie sind in Not und Sie wissen, Sie sind jetzt todesbedroht vielleicht sogar. Und jetzt stellen Sie sich vor, die Person ist unsichtbar. Und so ist das. Sie kriegen plötzlich einen Schock, werden angegriffen innen drin und da haben Sie Angst. Wie hat der Franzose reagiert, als Sie in das Zimmer kamen und er Sie so gesehen hat? Der hat dann auch Krämpfe gekriegt im Gesicht. Der wurde selbst von diesem Geist angegriffen. Und hat dann gesagt, amigo, tranquilo, also wir haben uns auf Spanisch unterhalten, also lieber Freund, sei ruhig und so, aber auch eine andere Stimme. Es war zwar noch seine Gedanken, aber es war nicht mehr seine Stimme. Und ich habe dann gesehen, wie das manchmal in ihn reinging und wieder raus und dann wieder in mich und es hat so gespukt. Das war verbunden mit einem absolut tiefen Ekelgefühl im Magen, man hat gedacht, man müsste jetzt jederzeit brechen. So war das mit Ekel verbunden und mit kalt, finster. Und wenn man sich dann angeschaut hat, hat sich das noch verstärkt. Hat der Kontakt, den Sie mit den Geistern hatten, hat der Sie körperlich beeinflusst oder psychisch in der Folge danach? Ja, körperlich, ja. Also erstmal diese Krämpfe, die man hatte. Die blieben, die kamen immer wieder. Nee, immer wenn das kam, dann bekam man so Krämpfe. Aber so Langschäden, mein Herz ist ausgefallen. Das heißt, ich war manchmal fast, also es war ein kurzer Moment, wo das Herz dann ausfiel. Wenn das in mich reinging, ich habe Herzstechen bekommen und es gab Momente, wo das Herz wohl stehen blieb. Und habe dann auch Kopfweh gehabt, durch Sauerstoffmangel wahrscheinlich. Und deswegen bin ich dann auch irgendwann zum Arzt und habe so ein Gerät angehängt gekriegt, 24 Stunden, und habe mal das gemessen und es war auch so. Aber das war wieder in Deutschland? Es war wieder in Deutschland später, ja. Das heißt, Sie sind nach der Zeremonie dann
wenige Wochen später von Kuba nach Deutschland wieder rüber? Ja, so einen Monat später, wo ich dann wieder in Deutschland war. Aber es hat immer noch gespukt in Deutschland. Also die Geister kennen keine Ortsbegrenzung. Sie haben die mitgenommen? Ja. Und dieser Zeit hatte ich dann auch wegen dieser Herzprobleme, bin ich dann zum Arzt und hätte einen Herzschrittmacher kriegen sollen. Wie Sie das beschreiben, das finde ich sehr gruselig. Hatten Sie denn die Hoffnung, dass das irgendwann mal enden würde? Ja, das war jetzt mein tägliches Ziel. Ich war jetzt ab diesem Tag, wo ich das erste Mal erlebt hatte, habe ich nichts mehr anderes gemacht. Ich habe nur noch gesucht, wie bekomme ich diese Geister wieder los. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, es war sogar in der ersten Nacht, dass morgens, als die Sonne wieder aufging, da war auch irgendwas Unsichtbares da. Und es hat aber so Friede ausgelöst. Und dann kam plötzlich so der Gedanke, wenn das, was ich erlebt habe, das war keine Kraft, das war eine Person. Und dann wurde mir klar, es gibt eine unsichtbare Welt und wenn ich sterbe, bin ich dort. Also mir wurde auch klar, wenn ich jetzt sterbe, bin ich an diesem furchtbaren Ort, was ich da erlebt habe. Aber gleichzeitig kam dann auch Gedanke, wenn es das gibt, wenn man den Teufel quasi real erleben kann, dann muss es auch eine gute Seite geben. Mhm. Und das hat mir richtig Frieden bereitet. Was haben Sie gemacht nach diesem Gedanken? Ja, da war jetzt diese Hoffnung, wenn ich das real erleben kann, dann gibt es auch die gute Seite und die kann ich auch real erleben. Und eigentlich war das dann erstmal vergessen. Und erst als ich dann aus Kuba raus bin, habe gemerkt, diese Geister, die gehen mit. Ich hatte die Hoffnung, dass das dann rum ist. Aber in Venezuela, da bin ich dann im Hotelzimmer in Not auf die Knie. Also ich hatte wieder nächtliche Erlebnisse und bin dann irgendwann auf die Knie und habe gesagt, die gute Macht, wo es irgendwo gibt, und das, wer bist du? Wenn es das Böse gibt, muss es auch das Gute geben. Und ich habe gesagt, die gute Macht, weil ich habe gesagt, ich weiß ja nicht, wer Gott ist. In Indien macht man das, in Sri Lanka das. Ja. Und er hat gesagt, die gute Macht, wo über allem steht, wer bist du und wie kann ich dich erleben? Und hat diese gute Macht reagiert? Ja, eigentlich sofort, aber ich dachte, es ist vielleicht noch Einbildung. Und zwar, es kam ein Gedanke, ein leichter, friedlicher Gedanke, Buch um. Also eine andere Antwort, wie ich das jetzt erwartet hätte, sondern Buch um, zurück nach Deutschland. Normal wäre ich noch 4 Monate jetzt in Venezuela geblieben und die Stimme in meinem Kopfbuch um. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht. Ich bin nächsten Morgen aufgestanden, bin ins Reisebüro, habe umgebucht und bin raus und habe dann auf meinen Zettel geguckt und habe mich gewundert und habe gesagt, das hat gar nichts gekostet, die Umbuchungsgebühr. Mhm. Ich bin Ausländer, ich muss extra bezahlen. Und dann kam wieder diese Stimme. Ja, das war ich. Und dann bin ich quasi so 3 Tage später zurückgeflogen nach Deutschland. Was brachte dann eine Veränderung oder eine Wende? Also ich würde sagen, das Schlüsselerlebnis, die Wende in meinem Leben war dann an dem Abflugstag. Das heißt, ich habe mich in ein Restaurant gesetzt, habe ein Taxi bestellt zum Flughafen. Und ich war ein bisschen nervös, habe so einen Fruchtsaft bestellt, habe den in der Hand gehabt und habe an die Tür geguckt und auf das Taxi gewartet, dass der auch pünktlich kommt. Und dann war es so ein Schlüsselerlebnis. Zwar, es kam eine Frau rein, eine junge, hübsche Frau, und die hat was gesucht. Also es war interessant, sie zu beobachten. Sie sucht was macht sie da? Und sie war auch hübsch. Und dann kam das krasse Gegenbild rein. Ein kleiner, alter Mann mit schwarzer Kleidung, Hut, Stock, zittrig. Und normal würde ich die Frau betrachten. Aber ich habe nur noch diesen Mann beobachtet. Und zwar, der hat irgendeine Ausstrahlung gehabt, eine Harmonie. War wie gefesselt, ich habe nur noch diesen Mann beobachtet. Als den Fruchtsaft in der Hand, beobachte diesen Mann, und der Mann setzt sich dann an den Tisch mir gegenüber, und zwar mit dem Rücken zu mir. Er hat seinen Stock an den Tisch, seine Jacke über den Stuhl und den Hut auf den Tisch und hat da gesessen. Und ich habe auf seinen Rücken geguckt. Und irgendwann steht er auf, holt eine Suppe an der Theke und stellt die Suppe auf meinen Tisch. Und dann holt er die ganze Sache und die gleiche Prozedur nochmal, aber alles an meinem Tisch. Und er war freundlich, hat ein bisschen gelächelt, hat mich aber nie angeschaut und fing an, zittrig seine Suppe zu essen und hat sich mit mir unterhalten.
Ohne sie anzugucken. Ohne mich anzugucken und so leise, dass ich es nicht verstehen konnte. Aber ich wusste, es geht um mich. Und da ich ihn ja beobachten konnte, der hat es so extra wahrscheinlich so gemacht. Und der hat dann irgendwann einen Aschenbecher genommen, hat ihn vor seinen Tisch geschoben, wie hier so quasi, holt ein kleines schwarzes Buch aus seiner Jackentasche und legt es so schräg auf den Aschenbecher. Und ich denke, der will jetzt da drin lesen, aber es war genau so schräg, dass ich nicht lesen konnte, was drauf stand. Aber wenn ich mich nur gestreckt habe ein bisschen, konnte ich es lesen. Es war genau diese Schräge. Und ich streckte mich so und ich las Nuevo Testamento con Salmos. Also Neues Testament mit Psalmen, ja. Und ich dachte, okay, der Mann, der glaubt an den christlichen Gott. Und wie er dann fertig war mit dem Essen, hat er sich aufgestellt. Und jetzt von dieser Seite, also er hat so gestanden mit dem Finger auf den Tisch, mit dem Rücken zu mir und die Bibel hoch. Mit dem Restaurant hat er hier so gestanden. Und ich denke, wow, der hat wahrscheinlich den richtigen Gott. Der betet ganz kühn und mit dem Restaurant. Und so heimlich habe ich dann auch meinen Finger auf den Tisch. Und so in der Hoffnung habe innerlich gebetet, habe gesagt, Gott, hoffentlich betet er auch für mich, weil ich habe ein Mordsproblem. Und als er die Tür rausging, um die Ecke war, plötzlich war in mir, das war was Übernatürliches, war wie wenn jemand den Vorhang wegzieht. Und plötzlich wurde mir hundertprozentig klar, das war die Antwort auf die Frage meines Gebetes. Ich fragte, wer ist der richtige Gott? Und es muss friedlich und harmonisch sein. Und der Mann war friedlich und harmonisch. Und die Antwort war, lies das Neue Testament, dort findest du den wahren Gott. Das wusste ich hundertprozentig. Und ich wollte noch nachrennen und dachte, aber der ist bestimmt weg. Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob es ein Mensch war. Ja. Sie sind dann ja abgeflogen und haben Sie dann in Deutschland angefangen, Bibel zu lesen oder dieses Neue Testament dann zu lesen? Ja, ich war schon mal in Brasilien 2-3 Jahre vorher und da habe ich mir eine Bibel gekauft. Und die hatte ich zu Hause. Die habe ich dann wieder rausgeräumt und habe die angefangen zu lesen. Und ich habe dann hauptsächlich, es gibt so eine Konkordanz, wo man Bibelworte rausfinden kann. Und dann habe ich alle Stellen gesucht über Dämonen, böse Geister, unreine Geister, ungefähr 300 Verse gelesen. Und dann am Schluss habe ich gesagt, dieser Teil der Bibel stimmt, weil das erlebe ich jede Nacht. Ja. Und so habe ich weitergelesen und kam dann irgendwann darauf, dass eben diese Dämonen real sind, Personen. Was Sie schon wussten. Ja, aber da stand eben auch, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er Gott selbst ist in Menschengestalt. Aber dass er nicht tot geblieben ist, dass er auferstanden ist. Und dann war es ganz logisch, wenn es das gibt und ich konnte das real erleben, dann kann ich auch Gott real erleben. Und die Info, dass Jesus Christus dieser Auferstandene ist und erfahrbar ist, und die hat mir halt gefehlt. Und als ich das las, dann wusste ich, wenn ich Jesus Christus, der Gott ist, aufnehme, kommt er genauso real in mein Leben wie diese dämonische Wesen. Sind Sie dann die Geister losgeworden? Ja. Und zwar, wie war das? Und zwar, es war noch ein Schlüsselvers, da steht drin in der Bibel, wenn ein Geist ausfährt, dann geht er durch wüste Orte und kommt siebenfach zurück. Und wenn das Haus leer ist, also zieht er da ein, es wird schlimmer wie vorher. Aber dann steht da drin, wenn das Haus aber nicht leer und gekehrt ist, also wenn Gott drin wohnt, dann kommen die nicht, können die nicht mehr zurück. Das war so das Schlüsselvers für mein Leben. Und irgendwann habe ich mit Hilfe einer Frau habe ich dann gebetet, so ein Übergabegebet gemacht. Das heißt, ich bin irgendwann, ich glaube, wir sind auf die Knie und ich habe Buße getan über mein Leben. Was ist das? Sünde, also die Dinge, wo man weiß, wo man falsch gemacht hat, dass man Gott um Vergebung bittet. Also Sie haben sich hingekniet mit neben dieser Frau und haben dann die hat mir so geholfen, ich habe dann einfach Gott um Vergebung gebeten für Dinge, wo falsch gelaufen sind und gebeten, dass jetzt Jesus Christus, wo ich jetzt wusste, dass er lebt, dass er in mein Leben kommt. Und so war es dann auch. Ich habe gespürt, wie so ein Wind ging aus mir heraus. Und im Raum war wie so ein Kampf mit Winde. Und ich merkte, wie ein Wind auch wieder in mich reinging, aber ein anderer Wind. Und in dem Moment wusste ich, ich habe
also Christus wohnt jetzt in mir. Das Böse ist raus und das Gute ist reingekommen. Was ist aus dieser Kälte, aus diesen Ängsten, aus diesen Nächten geworden? Ja, also ich muss sagen, es ging noch so ungefähr ein Jahr weiter. Ich wusste zwar, Christus wohnt in mir und ich hatte auch Friede empfangen, Vergebung, aber ich habe also noch Besuch bekommen. Ich spürte, es kamen dämonische Mächte, das hat man gespürt, aber anfänglich war wie so eine Glocke um mich drum herum. Was ist aus Ihrem Herzproblem geworden? Bei meiner Bekehrung zu Jesus Christus, also wo man Jesus Christus annimmt. Diesem Gebet? Diesem Gebet, ja. Da hat das Herzstechen sofort aufgehört und ich wusste im Inneren, ich bin geheilt. Ich bin dann auch, weil eine Krankenschwester Angst hatte, dass ich sterbe, weil die Diagnose gesehen hat. Und ihr zulieb bin ich dann auch zum Herzspezialist. Aber er hat mich untersucht so eine Stunde und hat mich danach in sein Zimmer gerufen und hat auf die Diagnose gezeigt und hat gesagt, wie kann das sein? Und dem habe ich dann erzählt, dass Christus mich geheilt hat. Er war auch offen, hat gesagt, ja, es kommt vor 1 zu 1000. Und dann sagt er, er muss jetzt aber wieder in die irdische Welt weitermachen. Sie haben ja dieses, der Geist kommt, Jesus Christus kommt in mich, genauso körperlich erlebt wie vorher. Aber was ist jetzt der Unterschied? Was macht den Unterschied aus? Also der Unterschied ist, es ist, das Dämonische ist mit Ekel verbunden, das mit Finsterheit, also mit Ängste, mit Depressionen, Hoffnungslosigkeit. Aber wenn Gottes Geist in einem wohnt, das ist mit Friede verbunden, mit Liebe, mit Geborgenheit und vor allen Dingen mit Glaube. So steht es auch in der Bibel, wenn der Geist von Gott in einem wohnt, dann weiß man, man ist ein Kind Gottes. Es ist einfach, man ist geborgen, man ist in Frieden. Ja. Als Sie besessen waren, sagten Sie, waren Sie sehr unfrei, da war Druck. Ja. Wie haben Sie das dann, die Änderung, erlebt? Ja, das mit dem Zwang ist auch ein gutes Stichwort. Also man fühlt sich, bei den dämonischen Mächten ist es so, dass die einem das aufzwingen. Man will das ja nicht. Und bei Gottes Geist, also Jesus ist einer, der kommt nur freiwillig. Und man fühlt sich, wenn man von dämonischen Mächten angegriffen wird, wie vergewaltigt. Weil das geht gegen einen, das geht gegen unseren Willen. Und die machen mit einem was, wo man nicht will. Und schaden einen. Aber der Christus kommt halt freiwillig. Sie sind ja inzwischen auch vielen Menschen begegnet, die ähnliche Erlebnisse haben. Mhm. Können Sie denen denn helfen? Ja, wenn Sie wollen, wenn Sie offen sind. Und zwar, ich erkläre Ihnen dann halt, dass es diese Welten gibt, aber dass es auch die andere Seite gibt. Und dass der Herr von dieser anderen Seite, dass das Jesus Christus ist. Und wenn Sie den annehmen als Ihren Herrn, müssen diese Untermieter, die müssen gehen. Haben Sie heute noch Angst vor bösen Mächten? So jetzt hat durch den Glaube an Jesus, weil ich weiß, der wohnt in mir und dass der stärker ist, habe ich jetzt keine Angst mehr. Aber wenn man so mal konfrontiert wird, besucht wird von solchen Mächten, hat es immer was mit diesem, es löst auf jeden Fall ein Angstgefühl aus. Aber das heißt nicht, dass man der Angst dann auch folgt. Man betet dann, man gebietet im Namen Jesus und weil man auf Christus vertraut, müssen die dann auch wieder gehen. Ja. Ralf Schulz, schön, dass Sie hier in Frieden und ohne Angst sitzen können. Danke, dass Sie bei uns waren.